In Österreichs Arztpraxen ist Warten alltäglich geworden. In naher Zukunft könnte sich der Engpass an Kassenärzten noch weiter zuspitzen. Die Tatsache, dass wir immer mehr Wahlärztinnen und Wahlärzte haben, liegt letztendlich in der Art der Medizin. Wir haben einfach in den Kassenpraxen für unsere Patienten nicht mehr die Zeit, die wir gerne haben möchten. Es ist nicht mehr möglich, mit Patienten auch einmal ein bisschen zu plaudern, sondern das Credo ist, schnell wieder raus, dass der Nächste rein kann. Und das macht es momentan sehr schwierig. Fast jeder zweite Kassenarzt in Oberösterreich geht in den kommenden Jahren in Pension. Gerade in ländlichen Regionen ist der Ärztemangel spürbar. Wir haben 97% aller unserer Vertragsarztstellen abgedeckt. Ja, aber es ist uns durchaus bewusst, wenn es in einer Region oder in einer Landgemeinde keine Versorgung mehr gibt, speziell für die Älteren in unserer versicherten Landschaft, dann ist das ein Problem. Auch da haben wir Lösungen, dass wir zum Beispiel Zentren anbieten, wo die Ärzte dann hinkommen können. Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung. Hoffnung liegt in den Medizinstudenten. Die Ausbildung fokussiert sich auf Allgemeinmedizin. Die Praxis erfolgt in heimischen Ordinationen. Wir haben die Möglichkeit, unsere Studierenden in 100 Lehrpraxen in Oberösterreich die Möglichkeit zu geben, ihr Praktikum, und zwar schon ab dem ersten Semester, vor Ort und hautnah im niedergelassenen Bereich durchzuführen. Und was uns auch ganz wichtig war, über 70 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Hausärztinnen unterrichten und lehren im Hörsaal. An der JKU sind 10 der begehrten Medizinstudienplätze reserviert. Für Studierende, die sich verpflichten, nach Abschluss ihrer Ausbildung 10 Jahre lang in Oberösterreich zu arbeiten.